Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben beim letzten Mal uns hinten im Strauch so ein bisschen was angesehen. Ich glaube, von hier aus sehen wir das gar nicht. Haben dann hier ein bisschen an der Basis weitergebaut. Da machen wir gleich noch ein bisschen weiter. Und ich habe mich auch mal informiert, wo wir denn die Ameiseneier finden. Und es war tatsächlich so, dass es genau da ist, wo ich es gedacht habe. Und zwar hinten, wo wir schon mal drin waren, in dem Ameisenbau. Da gucken wir nachher auch mal rein. Aber erstmal machen wir hier noch ein bisschen was an unserem Türmchen. So. Moment. Wir machen mal gerade Folgendes. Ich ziehe mir gerade nochmal schnell die Ameisenrüstung an. Die suche ich wie immer. Die lag aber hier. So, Inventar. Anziehen. Und anziehen. Wir müssen dann auch mal schauen, dass wir uns nochmal eine neue Fackel bauen, denn die letzte ist ja dann in der letzten Folge ausgegangen. Da holen wir uns dann nochmal ein bisschen Nachschub mit. So. Okay. Oh Gott. Schwer. Ja, da bin ich schon mal ganz glücklich, dass das funktioniert. Dass wir da doch bauen konnten. Im nächsten Stock wird es dann aber auch wieder schwieriger. Das ist zwar 2 Grass, brauchen wir aber auch. Oh Gott, ey. Hier wird man richtig zugeworfen mit Sachen. Ich will mich ja nicht beschweren. So. Okay. Oh. Na komm. So. Und da liegt noch was. Sauber. Und da ist wieder der Rasenmäher im Hintergrund. Richtig gut. Ja, 1-2 Ladungen. Und dann haben wir das auch schon wieder. Ja, hier kriegt man die Tür nicht mehr auf. Nicht mehr wirklich, ohne Sachen durch die Gegend zu werfen. Das bedeutet, wir haben da schon mal eine ganze Menge an Material. Das ist gut so. Einmal das Fenster. Einmal das Fenster. Die Wand. Und das hier. So. Ja, hier liegt richtig viel rum. Und eins geht noch. Wäre auch ganz cool, wenn man so eine Art Aufzug bauen könnte für die Materialien. Das heißt, wir haben ja die, wir haben hier dieses Lager, was man bauen kann. Und wenn man dann das einfach mit so einer Art Seilaufzug verbindet. Das finde ich ganz cool. So, wir brauchen jetzt wieder eine Treppe. Hier. So, die fingen wieder hier an. Geht dann einmal hier hoch und einmal hier rum. Und währenddessen müssen wir dann auch hier genau wieder die Schräge reinbauen. Dann brauchen wir tatsächlich noch schnell eine Ladung. Aber das geht ja auch ruckzuck. Na, so. Und nochmal. Nehmen, nehmen, nehmen. Und alles auf die Schulter damit. So. Hops. Einmal hier, einmal dort. Genau. So, Woodstem hatten wir, glaube ich, nicht mehr da. Vielleicht ist der Strauch da hinten nachgewachsen oder der hier vorne. Ja, da ist er auch wieder. Das trifft sich sehr gut. Kurz mal Ausdauer generieren und los geht's. Da können wir auch die Fenster noch machen. Oh, voll. So. Dann fange ich sogar hier unten an, glaube ich. Genau, da brauchen wir nämlich nur noch eins. So, so, so. Da
wunderbar. Dann holen wir noch mal direkt eine Ladung. Dann liegen sie nicht einfach nur hier irgendwo rum. Kam auch wieder so viele raus wie beim letzten Mal. Ich glaube, beim letzten Mal waren es auch um die 18 Stück. Oder gar 19. Da kann man natürlich eine ganze Menge mit bauen. Haben wir gar nichts mehr, ne? Doch, da vorne das Fenster. Und hier das. Und die beiden. Und da haben wir auch nochmal zwei. Gut, dann haben wir die wirklich alle aufgebraucht. Aber das ist schon wunderbar hier, wenn man die Axt hat, die auch bald kaputt geht. Aber dann kann man hier schön die ganz großen Sachen abbauen. Das sind sogar krass. Wie viel waren das jetzt? 22, ne? Ne, war Quatsch. 20 waren es. Nochmal. So. Jo. Die lassen mich liegen. Und wir gehen rauf. So. Oh, ja. Genau. Na, zerfällst du? Oder nicht? Wir sind sowieso schon wieder voll, dann kann das so stehen bleiben. Das Ding hier wächst ja genau im Haus. So, einmal hier und dann das hier. Wunderbar. Craft, genau. Quatsch. Ich hatte gerade kurz einen Hänger. Wir müssen in Craft. Das macht Sinn. So, hier die Schräge. Und das probieren wir jetzt nochmal, so wie beim letzten Mal. Weil wenn wir da vorbei sind, dann haben wir es geschafft. Dann hält uns nichts mehr auf, in die Höhe zu gehen. Ach, den habe ich rausgekickt. Hi. So, haben wir schon mal 4. Das können wir eigentlich... Moment, das können wir ja mal mitnehmen. So. Ja, doch, das war vom Haus, ne? Genau, wir sind vom Haus aufs Dach und vom Dach dann aufs Blatt. Genau, so haben wir es gemacht. Ja, das geht leider nicht. Oh. Gehen wir gerade nochmal ganz hoch. Aber gerade das sollte doch klappen. Komm schon. Ganz vorsichtig. Ich glaube, wir kommen da gar nicht drauf. Das war knapp. Einmal probieren wir es noch. So, dass wir da fast oben drauf stehen bleiben. Das war gar nichts. So, hier. Nee. Ne, rutschen wir direkt runter. Gut, das ist blöd. Da müssen wir schauen, wie wir es lösen. Aber selbst, dass das hier geklappt hat, ne? Das war ja auch so tierisch eng. Das ist dann doch ein bisschen wunderlich. Vielleicht machen wir da auch so einen Balkon rein. Genau, das können wir machen. Das können wir machen. Moment, ich erkläre euch mal genau das, wie ich das gerade meine. Dass wir... Oh, hier fängt ja sowieso ein... Ah, wobei, das ist schon zu weit. Eins zu weit. Ist ja egal. Machen wir so ein Zwischenstockwerk und dann machen wir das wie so ein Balkon rein. Dass wir dann die Wände hier so lang führen. So wie unten auch.
Nur, dass dann darüber direkt wieder eine Decke kommt. Und wie bei so einem, ja, wie so einem Mehrfamilienhaus in der Großstadt. So kann man das hier machen. Ja. Okay, und da fehlt noch. Oh Gott, was will ich denn hier machen? So, dann schauen wir da jetzt mal an der Stelle die Fackel. Was brauchen wir dafür? Also. Moment. Ah, das heißt jetzt Quote Rope. Okay. Zwei Sprigs, ein Zep. Zwei Sprigs und ein Zep. Wir brauchen. Okay. Nehmen wir mal mit. Hier sind keine Sprigs mehr. Dann gehen wir mal gerade raus. Ich will direkt eine zweite Fackel mitnehmen. Reicht? Hier haben wir unser garantiertes Samp, genau. Und wir haben hier noch. Das ist schon cool. Mit der Blüte hier. Und wir haben ja noch ein Samp am Haus. Da haben wir auch unsere ganz eigene Sap-Farm. So. Okay, einen Dry Grass brauchen wir noch und genau. Ups, davon brauchen wir zwei. Dry Grass. Haben wir da. Nee. Ich wollte gerade gucken, ob wir da noch was da haben, aber das haben wir ja kürzlich alles aufgebraucht. Da werden wir wohl nicht mehr, finde ich. Hier ist aber auch gerade echt nichts, ne? Na gut, wir können es ja schon mal auf den Weg machen, da hinten rüber. Ah, wunderbar. Nehmen wir mit. Achso, Moment. Bevor ich überhaupt losgehe, sollte ich die Rüstung hier mal gerade gleich reparieren, aber zumindest mal die Ameisenrüstung wegtun. Wobei, wir können mal ausprobieren, ob wir damit. Komm, wir probieren mal aus, ob wir damit reinkommen. Ohne Probleme. So. Gut, die Karte sagt, wir müssen dahin. Also, das da. 240 Meter. Auf geht's. Ich bin wirklich gespannt, ob wir da fündig werden. Haben wir schon mal 5 Stück. Die Ameisen freuen sich, wenn die hier irgendwo rumliegen. Achso, ich war schon am Laufen. Ich dachte gerade schon. Wäre noch ganz nett, wenn wir vielleicht ein Wasser finden würden. Dann könnte ich gerade noch einen Schluck trinken, bevor wir reingehen. Aber hier ist nichts, ne? Oh. Nee. Gut, dann gehen wir rein. By the power of Helion, champion of the sun. Und es wird dunkel. Ah, die hat mich gar nicht angegriffen. Ich dachte nur, die hat mich nicht gesehen. Ah ja, okay. Schönen guten Tag. Ich bin nur auf der Durchreise. Ja, cool. Das funktioniert einwandfrei. Hier ist nur sehr dunkel. Wahrscheinlich müssen wir die Ameisen auch killen. Damit hier überhaupt Eier spawnen. Das kann ich mir vorstellen, weil hier sind. Ah, hier sind welche. Wunderbar. Hä, wie nehme ich die denn auf?
Okay. Ich meine, vielleicht ist das kein richtiges. Vielleicht ist das einfach nur ein kaputtes, weil daneben war ja auch was kaputt. Oh Gott, was ist denn hier für eine Party? Hä? Moment mal, ich will mal ganz kurz was gucken. Wir machen mal einen ganz kurz kleinen Cut. Wir sehen uns direkt wieder. So, ich habe gerade mal nachgeschaut. Also eigentlich müsste man die Ameisen-Eier so aufnehmen können. Eigentlich müsste man die so aufnehmen können. Dann will ich mal gerade schauen, vielleicht finden wir hier nochmal was. Ansonsten killen wir mal ein paar Ameisen. Nur da oben wollte ich mich nicht unbedingt mit den Ameisen anlegen. Wenn die da auf einmal alle böse werden, dann habe ich ein ganz schnell großes Problem. Hier kamen wir doch gerade her, ne? Genau, hier ist die Party. Vielleicht. Nö. Hat auch nicht irgendwie was damit zu tun, dass es mit der Kamera nicht so ganz läuft mit dem Spiel. Hm. Fackel hält zum Glück noch. Und wir kriegen auch langsam Durst. Ich gehe mal gerade hier runter. Hä? Wieso haben wir hier schon wieder einen Chip? Komisch. Komisch, komisch. Ich glaube, hier unten liegen keine Ameisen. Hier geht's wieder hoch. Wo geht's hier hin? Ach, das war so ein Rundgang irgendwie, ne? Ja, hier sind wir zurück. Na gut. Hier unten ist nicht so eine fette Party wie oben. Kill ich mal eine. Okay, sind beide sauer, deswegen war das eine gute Idee. Was? Na, komm schon. Langsam gehen die Drinks aus hier. Na? So, gerade mal ins Inventar schauen. Wir haben hier noch ein paar Bandagen dabei. Okay. Ich hoffe, dass das irgendwie dazu beiträgt, dass hier die Eier spawnen. Okay, hier geht's wieder runter. Da kamen wir gerade her. Sollten wir vielleicht mal eine Beleuchtung drin bauen. Hier geht's ziemlich offensichtlich raus. Ah, ich sehe gerade auch, ich habe dazu beigetragen. Mit dem Trinken hier von den Smoothies, dass das Trinken wieder gefüllt wurde. Wir gehen trotzdem mal gerade hier lang. Und wir holen mal gerade das hier mit. So, und das hier auch. So. Daraus machen wir uns wieder tolle Drinks. So blöd, dass ich die Ameisen irgendwie, ach die Ameisen, die Eier irgendwie nicht aufnehmen kann. Das ist ärgerlich.
Gehen wir gerade hier lang, weil ich weiß, dass es dahinter noch lang ging. Ich glaube, da geht es dann nach oben, wo wir den riesigen Ameisenhaufen gefunden haben. Na komm. Durchatmen und weiter. Also das hier ist einfach ein Ei. Und wir gehen nochmal rein. Hau dir den Pilz rein. So. Okay, hier ist auch wieder nur ein Ei. Das ist komisch. Wieso, Spiel? Wieso gibst du mir nicht die Ameiseneier? Hört sich gerade an, als würde eine Ameise pinkeln. Hm. Nee. Keine Chance. Leider gibt es keine Eier für uns. Achso, nee, hier, Moment, hier ging es wieder runter. Hier kamen wir eben raus. Gut, die Höhle ist halt auch nicht so komplex, ne? Das ist, man ist halt schnell nochmal da, wo man vorher schon war. Ah, Fackel ist ausgegangen. Das ist halt so ein Grund, warum ich hier Beleuchtung bauen würde. Damit man hier mehr den Überblick hat. Aber das ist richtig ärgerlich. Können wir die Quest leider nicht machen. Kann vielleicht auch ein Spielfehler sein einfach, dass wir hier keine kriegen. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas falsch gemacht. Vielleicht muss ich die Ameisen killen, die genau neben den Eiern sitzen. Können wir aber leider nicht machen, weil das sind mehr als nur zu viele. Da müssen wir leider erstmal wieder raus. Wir kommen sicherlich nochmal wieder, aber leider klappt das jetzt nicht. Leider klappt das nicht. Schade. Keine Ameiseneier für uns. Dann würde ich aber sagen, gehen wir wenigstens mal zu Bürgel noch rüber. Und geben den Chip ab. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal, denn wir sind wieder am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ja, dann schauen wir nächstes Mal bei Bürgel vorbei. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.